Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Es ist sicherlich eines der großen Themen der Transformation im Bildungswesen, die Fachkräftegewinnung. Und diese ganz besonders eben auch mit Blick auf Lehrerinnen und Lehrer. Und das aus zwei guten Gründen. Erstens, wir haben erfreulicherweise mehr Schülerinnen und Schüler im System. Der Zensus, um die erfreuliche Nachricht der saarländischen Millionen hier noch mal kurz aufzugreifen, spiegelt diesen Trend auch ebenfalls wider. Und zweitens, wir leben in einer Welt, die sich stark verändert, stetig. Die Bedarfe und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler haben sich verändert. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen, Kriege in der Welt, auch leider mitten in Europa, die Digitalisierung der Gesellschaft und Fragen der künstlichen Intelligenz sind in unsere Klassenzimmer eingekehrt. All das beschäftigt junge Menschen. Schule muss der Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die sich im Wandel befindliche Welt vorbereitet werden. Und Schule muss ein Ort sein, der sich auch diesen Lebensrealitäten annimmt und dafür sorgt, dass junge Menschen diese Welt ohne Angst, in Freiheit und selbstbestimmt gestalten können. Starke Kinder brauchen starke Lehrkräfte. Wir müssen also nicht nur über das Verhältnis Schülerinnenzahlen und Lehrkräftebedarf diskutieren, sondern auch, wie wir die Lehrkräfte, die unsere Hochschulen und Studienseminare verlassen, auch an den Bedürfnissen junger Menschen entsprechend ausbilden können. Eine gute Lehrkraft macht aus, dass sie im Miteinander mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, dass sie sich in multiprofessionellen Teams mit Pädagoginnen und Pädagogen aus den Bereichen Sprachförderung, Schulsozialarbeit oder auch der Sonderpädagogik abstimmt. Lehrkräfte sind heute mehr denn je Lernbegleiterinnen, Coaches und auch Vorbilder. Als Präsidentin der KMK ist es mir ein besonderes Anliegen, auch bundesweit diese Anstrengungen sichtbar zu machen. Und die erste Jahreshälfte hat die Sitzungen in der KMK deshalb auch sehr mit diesen Fragestellungen der zusätzlichen Wege ins Lehramt beschäftigt. Und ich betone an dieser Stelle, es geht um zusätzliche Wege. Der Standardweg ist für uns weiterhin das grundständige Studium im Lehramt. Aber die notwendige Flexibilität, sowohl in Mangelfächern reagieren zu können oder auch Wege zu öffnen für Menschen, die wichtige Erfahrungen mitbringen, die wir in Schule brauchen, das ist Grundlage dieses Gesetzentwurfs. Dem Ganzen gehen Veränderungsprozesse voraus. Wir haben unsere Einstellungsprozesse massiv beschleunigt in den letzten Jahren. Unser Fachkräftesicherungsprogramm umfasst ein klares Bekenntnis für all die jungen Menschen, die wir ausbilden. Unmittelbar nach dem Bewerbungsschluss beginnt die Bindungsphase. Wir senden in sehr schneller Konsequenz heute Zusagen an unsere Bewerberinnen und Bewerber. Und eine Entwicklung, auf die ich besonders stolz bin, ist, dass es uns im vergangenen Jahr gelungen ist, auch Verträge ab dem 1. August zur Verfügung zu stellen. Damit schließen wir endgültig und verlässlich die Lücke und die Unsicherheiten, die durch mögliche beschäftigungslose Zeit in den Ferien entstanden ist. Sicherheit und Zuversicht stärken den Einstieg ins Berufsleben. Auch haben wir gemeinsam mit der Universität des Saarlandes die Fachkräftegewinnung am Beispiel des Faches Informatik auf neue Beine gestellt. Da auf dem Bewerberinnenmarkt schlicht nicht genügend Informatiklehrkräfte zu finden sind, haben wir im Land der kurzen Wege Lehrerinnen und Lehrer über die Fortbildung Informatik Sekundarstufe 1 weiterqualifiziert. Und an der Stelle sei mir der Blick trotzdem auch ganz kurz auf die quantitativen Bedarfe erlaubt. Mein Dank geht an den Finanzminister Jakob von Weizsäcker und sein Team, weil es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, entsprechend zusätzliche Stellen zu schaffen. Und ich möchte diesen Dank auch an die Abgeordneten im Haushalts- und Finanzausschuss adressieren. Wir haben heute 2.300 Schülerinnen und Schüler mehr im System mit Blick auf das kommende Schuljahr. Das führt zu 150 zusätzlichen Klassen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat in der vergangenen Woche für Grundschulen 34 weitere Stellen, für Förderschulen 21 weitere Stellen und für Gemeinschaftsschulen 5 weitere Stellen geschaffen. Damit 60 neue Stellen, die wir besetzen können. In Verbindung mit Ruhestandsversetzungen sowie dem Ausschöpfen von Stellenpotenzialen reden wir hier über 270 Lehrerinnen und Lehrer, die am morgigen Tag ihre Urkunde von mir als Ministerin erhalten werden.
Mein Dank geht hier auch im Übrigen an die Abgeordneten, die auch der Schaffung weiterer 50 Stellen für die Sprachförderung zugestimmt haben. Auch hier können wir von befristeten in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übergehen und damit Sicherheit schaffen für die Kolleginnen und Kollegen. Trotz dieser vielfältigen Maßnahmen merken auch wir, dass der Engpass an Lehrkräften vorhanden ist. Zurzeit haben wir in der Summe schulformübergreifend noch genügend Bewerberinnen und Bewerber, um alle Planstellen zu besetzen. Dennoch beobachten wir zurückgehende Zahlen und blicken auf eine angespannte Situation, insbesondere im Bereich der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte in den beruflichen Fachrichtungen sowie bei Lehrkräften mit den Fächern Musik, Bildende Kunst, die MINT-Fächer, aber auch dem Fach Französisch entgegen. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf für uns auch sehr wichtig. Was bringt er an konkreten Neuerungen? Im Rahmen der Hochschulausbildung schaffen wir die Möglichkeit eines sogenannten Q-Masters. Das heißt, wir erleichtern für Bachelor-Absolventinnen aus einem nicht lehramtsbezogenen Studiengang den Einstieg in einen Masterstudiengang, Master of Education. Das bezieht sich auf die Lehrämter im Bereich Sekundarstufe 1 an den Gemeinschaftsschulen und Sekundarstufe 1 und 2 an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sowie für das Lehramt an beruflichen Schulen und das Lehramt der Sonderpädagogik. Wir schaffen darüber hinaus die Möglichkeit, dass man ein sogenanntes Groß- bzw. Doppelfach studieren kann. Das ist insbesondere an den Stellen wichtig, wo ich eben durch den Bachelor nur ein Fach mitbringe. Damit können wir sicherlich dringend benötigte Lehrkräfte der MINT-Fächer und der bildenden Kunst und Musik gewinnen. Wichtig ist mir an dieser Stelle auch klarzumachen, dass wir uns mit diesem Gesetz auf den Beschlüssen der KMK bewegen und auch noch mal zusätzlich alle neu gefassten Beschlüsse der KMK durch dieses Gesetz anerkennen. Diesen Quereinstieg im Studium ergänzen wir durch einen Quereinstieg im Referendariat. Ich glaube, die Schaffung des Bildungscampus war hier auch eine wichtige und gute Grundlage, an dieser Stelle jetzt weitere Schritte zu gehen. Mit dem Gesetz schaffen wir den Quereinstieg in die Sekundarstufe 1 an Gemeinschaftsschulen sowie für Sekundarstufe 1 und 2 an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen für Masterabsolventinnen aus Nicht-Lehramtsstudiengängen. Und hier gehen wir einen wichtigen Schritt. Wir erkennen auch jetzt mit diesem Gesetz Fachhochschulabschlüsse an, wo wir bislang nur Masterabschlüsse, universitäre Masterabschlüsse und Diplome anerkannt haben. Der Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Sonderpädagogik, den wollen wir öffnen mit Blick auf den Fachkräftebedarf, und zwar für Absolventinnen mit einem Masterabschluss bestimmter Studiengänge, die besondere sonderpädagogische Schwerpunkte auch entsprechend aufweisen. Und in dem zweiten Unterrichtsfach, das immer benötigt wird, wird es eine zusätzliche Nachqualifizierung geben. Bei besonders dringlichen Bedarfen, insbesondere in den Fächern Musik und bildende Kunst, kann der Vorbereitungsdienst auch nur in einem Fach vorgenommen werden, indem wir eben über ein Doppelfach sprechen. Wichtig ist auch hier, wir schaffen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen, die erbracht werden müssen, die genau den gleichen Umfang haben, als würde die Person zwei differierende Unterrichtsfächer studieren oder erlernen. Der Wechsel zwischen Lehramtstypen, eine Frage, die uns immer wieder erreicht, nach einem langen Studium kann man sich auch noch mal umorientieren. Auch hier wollen wir zukünftig Wechsel ermöglichen von Bewerberinnen und Bewerbern mit einem ersten Staatsexamen Sekundarstufe 1 und 2 in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sekundarstufe 1 an Gemeinschaftsschulen. Eine Frage der Gerechtigkeit ist für mich ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Gesetz, wo wir tatsächlich Ungerechtigkeiten beseitigen und verschiedenen Biografien von Lehrerinnen und Lehrern in der Zukunft noch stärker Rechnung tragen. Heute ist es bereits so, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Lehramtsbefähigung im EU-Ausland erworben haben, sehr großzügigen Regelungen der Anerkennung unterliegen. Das bringt Gott sei Dank die Europäische Union auch mit sich. Nicht selten haben wir aber die Situation in der Vergangenheit gehabt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die außerhalb der EU ihre Lehramtsbefähigung erworben haben und ins Saarland gekommen sind, Schwierigkeiten hatten bei der Anerkennung. Hier schaffen wir jetzt Klarheit und erkennen auch Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung aus Drittstaaten entsprechend der Regelungen für EU-Mitglieder an. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir hier gerade auch über ein Potenzial an Lehrerinnen und Lehrern verfügen, die nicht selten als
Lehrkräfte im Bereich der Sprachförderung arbeiten. Das heißt, sie arbeiten mit den gleichen Schülerinnen und Schülern. Bislang wird ihnen aber der Weg auf eine Planstelle in einem ordentlichen Bewerbungsverfahren verwehrt. Deshalb, glaube ich, haben wir hier auch endlich eine Diskriminierung, die wir vorgenommen haben, mit diesem Gesetz auch abgeschafft. Grundsätzlich und außerhalb des Gesetzes gilt es natürlich in allen Phasen der Lehrkräftebildung, im Studium, im Referendariat, anzuknüpfen an die Praxiserfahrung. Es geht zum einen darum, natürlich Wissenserwerb und Kompetenzaufbau wissenschaftlich begleitet zu unterstützen, dies aber möglichst früh in einer Konfrontation mit den praktischen Erfahrungen. An der Stelle bin ich im Übrigen für die Zusammenarbeit mit unseren Hochschulen sehr dankbar, sowohl die Universität des Saarlandes wie auch die HTW und HBK und HFM arbeiten an dieser Stelle sehr eng mit uns zusammen, um die notwendigen Fachkräfte für die Schulen zu gewinnen. Dieser Gesetzentwurf ist ein Entwurf der Möglichkeiten. Wir alle wissen, dass geradlinige Lebensläufe selten geworden sind. Junge Menschen schauen nach links und rechts, sie blicken über den Tellerrand und sie probieren sich aus. Und ich finde, das ist auch grundsätzlich gut so, denn diese Vielfalt ist für uns tatsächlich auch ein Gewinn für unsere Schulen und vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler. Ich danke allen, die sich beteiligt haben an diesem Gesetz, an vorderster Stelle meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit riesigem Engagement und Herz auch in den letzten Jahren diese Schritte gegangen sind. Ich bedanke mich beim Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker an der Stelle für die gute Zusammenarbeit, insbesondere was Veränderungen in der ersten Phase der Lehrkräftebildung angeht. Und ich bedanke mich bei allen, die in einer umfassenden externen Anhörung durch zahlreiche Stellungnahmen und durch ein grundsätzliches Bekenntnis, dass wir hier wichtige und gute Schritte gehen, diesen Gesetzentwurf mit begleitet haben. Schon in diesem Herbst könnten zum Wintersemester die ersten Studierenden mit dem Q-Master an der Universität des Saarlandes beginnen. Lieber Jakob, ich glaube, das ist ein Turbogang, den wir da eingelegt haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich bitte Sie, liebe Abgeordnete, um Zustimmung zum Gesetzentwurf und um Überweisung in den Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien und danke mich bis dahin für die Unterstützung an dieser Stelle zur Fachkräftegewinnung unserer Lehrerinnen und Lehrer.